Wenn das Leben endlich ist, wann fangen wir endlich an zu leben? Es ist ein Pro-Aging, ein Abend der Lebenslust, der Freude, des Quatschmachens und der Musik. Weinberg, Schnecke, für die Liebe habt ihr Zeit. Dazu werde ich verschiedene Künste bemühen. Die Sprache, die Poesie, die Musik und meine Leidenschaft, seit ich Kind war, die Zauberei. Ich werde ihn hypnotisieren. Magic. Eckarts Thema ist die Zeit. Das ist sehr spannend, weil hat ja angeblich keiner mehr Zeit. Ich glaube, er weiß da gute Antworten. Dreimal geht der Durchschnittsdeutsche in die Kirche, zweimal wird er getragen, einmal gezerrt. Witzig, intelligent, außerdem sieht er gut aus und ist attraktiv. Kommt ein Mann zum Arzt und sagt, ich habe nach dem Sex immer so ein Pfeifen im Ohr. Und dann sagt der Arzt, was erwarten Sie? Standing Ovation? Warum haben so viele Leute Angst davor, alt zu werden, statt dumm zu sterben? Irgendwann haben wir alle Alzheimer, dann kommt dein Körper wieder rückwärts in die Pubertät. Du kannst plötzlich wieder, weißt aber nicht mehr warum. Ich habe die Zeit vergessen. Er hat mich viel zum Lachen gebracht. Der Mann wird jedes Jahr besser. Es ist wirklich zum Neidisch werden, so ein bisschen.